Hallo und happy Saturday. Ja, immer wieder kommen mir solche Geschichten zu Ohren. Was soll ich machen? Mein Partner ist böse zu mir. Der motzt mich an, grundlos. Er will immer Recht haben. Mein Partner ist rücksichtslos. Mein Partner ist nicht aufmerksam. Mein Partner hört mir nicht zu. Mein Partner hat mich verletzt und mein Partner entschuldigt sich nicht und so weiter und so fort. Jetzt frage ich dich, wie lange möchtest du dich im Außen noch von anderen Leuten so lange verletzen zu lassen, bis du begreifst, dass alles nur ein Spiegel deiner eigenen Befindlichkeit ist. Du ziehst es an wie eine Fliege vom Licht angezogen wird. Versteh doch endlich und gib's endlich zu, alles, was da draußen ist, alles, was im Außen passiert, alles, was mit anderen Menschen passiert, ist eine hundertprozentige Resonanz auf dich selber. Das, was du fühlst, wenn einer dir nicht zuhört, wenn einer dich belügt, wenn einer dich betrügt, diese Gefühle des Minderwertigseins, es sind alles Gefühle des Minderwertigseins, es ist nur das Gefühl, das immer wieder in dir hochkommt, ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht verdient, warum kriege ich hier nicht mehr Aufmerksamkeit, warum kriege ich hier nicht mehr Geld, warum kriege ich hier nicht mehr Liebe, warum kriege ich hier nicht mehr Unterstützung, warum kriege ich hier nicht mehr Gehör, warum kriege ich hier nicht mehr Herzenswärme. Und so weiter und so fort. Spürst du das? Dieses ganze Wahrnehmen, das ist dein eigener Mangel. Es ist deine eigene Ausstrahlung. Es ist dein eigenes Sein. Das ist deine eigene Überzeugung, was dir geliefert wird vom Leben. Alle anderen Menschen sind nur Marionetten. Sie liefern dir genau das, was du bestellst, was du möchtest in deinem Leben, in dem Moment scheinbar. Natürlich möchtest du das nicht bewusst, aber das ist eine unterbewusste Vorstellung, die du über dich hast. Und mit dieser unterbewussten Vorstellung, die einfach falsch und verlogen ist, wirst du keine andere Resonanz erzeugen können. Niemals. Ich sage es wirklich ganz, ganz klar. Lass alle anderen vom Wickel. Lass sie vom Haken. Lass alle anderen. Hör auf, über sie zu sprechen. Hör auf, sie zu beurteilen. Hör auf, dir das Maul zu zerreißen über Situationen, über andere Menschen, die scheinbar unmöglich wären. Hör auf, andere zu belehren. Hör auf, andere zu kontrollieren. Hör auf. Lass die Finger weg. Das ist genauso, als wie wenn du in den Film reinsteigst, den du gerade siehst und denkst, oh mein Gott, diese Charaktere muss ich jetzt hier verändern und warum ist der XY zu seiner Frau so unmöglich? Und als wenn du versuchen würdest, in diesen Film reinzugehen und zu versuchen, diese Rollen umzuschreiben. Das kannst du nicht. Das Einzige, was du kannst, ist einen anderen Film drehen, einen anderen Film anschauen dadurch von deinem Leben. Aber erst, wenn du Zugang hast zu einem anderen Film. Und der andere Film fängt damit an, wer schaut den Film an? Und wer diesen Film deines Lebens anschaut, das bist du selber. Und wer bist du denn in diesem Film? Bist du wirklich diejenige, der man nicht zuhören will? Bist du wirklich diejenige, die man anpflaumen will? Bist du wirklich diejenige, die keine Unterstützung bekommt? Willst du diese Person weiter sein? Geh raus, sei dankbar für jeden, der dir jemals gezeigt hat, wie du dich gefühlt hast, in diesem Moment, wo du mit dieser Person interagiert hast. Aber dass du
in diesem Moment, wann auch immer der Moment war, lass es gestern sein, lass es vorgestern gewesen sein, lass es vor 10 Jahren gewesen sein. Wann immer dieser Moment war, war es ein konkreter Spiegel deiner Befindlichkeit. Und wenn du weiter grollst, wenn du weiter diese Situation verurteilst, wenn du weiter Abstand nimmst von dieser Person, dann wirst du nicht begriffen haben, was diese Person dir für ein Geschenk gebracht hat. Es hat diese Person, jede Person, wenn du dir vielleicht grollst oder wütend bist, die hat dir die Augen geöffnet. Und jetzt nehme diesen Augenöffner und sage dir, will ich weiterhin diese Person sein? Wie will ich sein? Wer bin ich wirklich? Wer bin ich denn wirklich? Und wenn du nicht aufhörst, dich wie ein elendes Würmchen zu fühlen, weil vielleicht deine Eltern oder dein Umfeld in Kindertagen nichts anderes sehen konnten als elende Würmchen, dann heißt es nicht, dass du ein elendes Würmchen bist. Und nur weil du über Jahre hinweg von irgendwelchen Menschen als elende Würmchen gesehen worden bist, heißt es nicht, dass du das annehmen musst, diese Perspektive. Ah ja, ihr habt mich als elendes Würmchen gesehen. Ah ja, gut, dann bin ich ja wohl ein elendes Würmchen und laufe weiter durchs Leben wie ein elendes Würmchen und lasse mir vom Außen, von allen möglichen Menschen, Situationen in Arbeit und im Privaten aufzeigen, was ich für ein elendes Würmchen bin. Hilfe! Hört auf damit. Niemand von uns ist ein elendes Würmchen. Niemand von uns ist ein Opfer. Niemand von uns ist ein Versager. Niemand von uns ist schlecht. Aber wenn wir uns so fühlen, dann wird uns das Leben so behandeln. Das Leben behandelt dich so, wie du dich fühlst. Und wenn du noch 100.000 Jahre alles Mögliche versuchst, bessere Ausbildung zu machen, Leute zu kontrollieren, zu manipulieren, rumzutelefonieren, hier zu reden, da zu schwätzen, Einfluss zu nehmen und dich weiterhin wie ein elendes Würmchen fühlst, dann bist du ein elendes Würmchen mit Kontrollzwang. Wie cool ist das denn? Das geht doch nicht auf. Änder dich. Sei die Person, die du wirklich bist. Tritt ein in dein wahres Ich, in dein wahres Sein, das du warst, bevor dir Leute suggeriert haben, dass du nicht Perfektion bist. Es gibt niemanden, der hier rumrennt, nicht Perfektion in sich trägt. Perfektion ist. Aber du musst Perfektion auch leben und spüren in dir nach außen. Du musst dich perfekt fühlen mit all deinen Fehlern. Du musst dich perfekt fühlen mit all dem, was du nicht gut gemacht hast. Aber solange du das nicht schaffst, diesen Teil deiner Persönlichkeit hinter dir zu lassen, mit allen Stories, mit allen Geschichten, die dazugehören, und neu in die Zukunft zu laufen, wirst du ein elendes Würmchen bleiben. Ich hoffe, diese klaren Worte haben dich erreicht. So, dass du dir selbst die Erlaubnis geben kannst, eine Person zu sein, die du liebst, ehrst und achtest. Du in allererster Linie. Und dann wird diese Person in Resonanz treten mit anderen Personen, die in der Lage sind, Menschen zu lieben, zu ehren und zu achten. Und dann wirst du dort sein, wo du sein möchtest. Aber dazu musst du deine Vergangenheit loslassen und sie einfach begraben. Neu dich erschaffen, als wie wenn du jetzt neu geboren wärst. Wie du möchtest, dass man dich sieht, musst du dich fühlen. Und wenn die Realität noch später erst sich verändert, weil wir ja immer noch in einer Realität leben, in der wir Zeit haben, dann dauert es. Aber es muss nicht lange dauern, weil dass die Zeit linear ist und ein Zustand auf den anderen eine logische Folgerung sein, des anderen eine logische Folgerung sein muss, das ist nicht so. Du kannst Zeit sparen. Hör
auf die Person zu sein, die du warst. Lass alles, was mit dieser Person denken, fühlen, handeln, alle Stories, die mit dem zu tun haben, was du nicht sein willst, einfach zurück. Und sei jetzt, nachdem du dieses Video abgestellt hast, jemand anderes. Kreiere dich neu. Da muss nicht irgendwie eine langsame Entwicklung stattfinden und es muss so und so viele Jahre dauern. Nein, es dauert genau einen Moment, weil jeder Moment ist ein neuer Moment. Und du hast in jedem Moment die Chance, jemand Neues zu sein. Und wenn du dich nicht darum kümmerst, wie das vielleicht aussieht, dass du gestern so warst und heute so warst, wenn dich das nicht interessiert, dann hast du, weißt du, wie viel Zeit gewonnen. Und einen riesen Haufen Zeit, wenn du den Anspruch aufgibst und sagst, ja, ich muss mich langsam Schritt für Schritt verändern. Warum? Warum muss es langsam gehen? Warum muss es Schritt für Schritt gehen? Warum nicht einfach jetzt schnell? Es gibt keinen Grund. Es kann jetzt sein. Dein gutes Leben, dein tolles Leben, dein Traumleben kann jetzt anfangen. Also, nimm deinen Mut zusammen. Du hast nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Trete jetzt in dein Traumleben. Steh auf, mach den ersten Schritt in dein Traumleben und schau nie wieder zurück. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir gar nicht kennen, von denen wir keine Ahnung haben, was alles noch Wunderbares auf uns da draußen warten könnte, wenn wir ein Match, wenn wir ein schwingungsmäßiger Match, wenn wir ein Science-Match, wenn wir ein Persönlichkeits-Match zu diesen tollen Sachen da draußen werden. Lieben Sinne, wünsche ich dir ein ganz, ganz tolles Wochenende. Setz dich hin, schreib auf, wer du bist und sei ab diesem Moment die Person, die du sein willst. Es ist und darf so einfach sein. Alles Liebe, deine Patricia.